Das ist die alte Bobbahn, die jetzt 2 Kilometer hinab nach Schierke führt. Direkt vom Bahnübergang, der zum Bahnparallelweg führt. Oder die sich ja parallel der Strecken führen. Brockenbenno, 85, 86 Jahre alt, geht ja bekanntlicherweise jeden Tag zum Brocken. Jetzt fast jeden Tag. Er steht bereits 3-mal im Guinness-Buch der Rekorde. Und er geht jetzt nicht mehr den Eckerlochstieg, sondern diesen Weg hier, der auch ganz schön steinig ist, aber man findet auch einen Weg, dass man nicht gerade so sehr auf den großen Steinen rumturnen muss. Und da kommt Thomas. Oh, hier plätschert irgendwas rechts von mir. Da muss ich mich mal durchs Gebüsch schlagen. Irgendwo da hinten komme ich vielleicht rein. Ne, ich komme ja nicht rein. Ach, hier fließt ein Fließ. Hier fließt ein Fließ. Naja, hier so alleine wäre jetzt auch nicht unbedingt die Erfüllung, aber was will man machen, ne? Und da geht's weiter.